Sublevel 3 des Duschraumes. Immer noch ein toller Name. Aber Küche hatten wir ja schon. Also warum nicht auch Dusche? So, aufpassen. Was erwarten uns hier für Gefahren? Erstmal die Gefahren von Wänden. Ah, und Fröschen. Hahaha. Ja, ist dahinter ein Zwerch. Und von echt ekelhaften Kreaturen, die ich gar nicht mag. Diesen. Macht's euch nicht schwerer als es ist und nehmt einfach Lilane. Weil die haben so eine doofe Instant-Kill-Biss-Attacke. Die gehen ein bis zwei Stück drauf und ihr ärgert euch nur. Oh, wow, da ist ja mal ein. Wow. Okay. Wow, Big Boss, was soll das sein? Eine Monster-Königsqualle? Also eine Qualle ist es klar. Bin ja nicht blind. Ja. Aber. Ah, und dieser ekelhafte Gegner. Okay, alle weg. Super. Schatz bekommen, alles toll. Also das ist auf jeden Fall nicht der letzte Level dieses Bereiches. 140, Wahnsinn, das ist ja richtig Spiegelbühne. Das ist richtig ergiebig hier. Wenn wir Glück haben, dann würde ich sagen, schaffen wir es vielleicht doch. So, dahinter ist der Frosch. Machen wir es mal ein Stück tiefer, vielleicht kommt er ja dann raus. Na? Wow, er kommt raus. Au. Na? Na komm, ich will die Lilan haben. Au. Okay. Gut. Ich hab's mir gedacht und trotzdem war es nun ganz einfach. Naja. So, dann bring ihn rein. Hat sich's denn gelungen? Komm, bitte, bitteres Serum. Das wäre ganz toll. Na gut. Okay. Dann versehen wir unsere blatthaften Freunde doch mit etwas blumiger Schönheit. Da hinten sind ganz viele Quallen. Hier ist was auch immer. Gar nichts. Die Quallen, die saugen irgendwas hoch. Kann ich die auch. Komm, saug mal Wasser hoch. Okay, sehr friedliche Kreatur. Hier hinten ist wieder was zu holen. Wow. Du schon wieder. Dich mag ich nicht. Hat er was? Ne, hier liegt was. Eine Muschel. Ah, Angriff. Wahnsinn, er hat eigentlich gar nicht so viel Leben. Na gut. Okay. Gelbe Pikmin, blaue Pikmin. Ich nehme mal gelbe. Die kann ich schön hochwerfen. Das ist bei den Quallen noch vorteilhaft. So. Ich muss nur auf das Wasser aufpassen und dann ist alles okay. So. Angriff. Ja, sie versuchen zu saugen. Und bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Es war immer zu stark, meine Gruppe von Elite-Kampfsoldaten. Ja, mit Auszeichnung. Na, ja, da hat er. Oh, 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 da hat einer gerade was eingesaugt. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Na, gleich wieder dran. Toll. Man kann es natürlich auch so machen, dass man gar nicht trifft. Und sie saugen und saugen. Bis jetzt ist noch keiner gestorben, also frag ich mich, was dahin der Sinn dahinter ist. Man muss ja auch nicht alles einem tieferen Zweck dienen. Na, ich treffe sehr gut, das ist schön. Die beiden noch. Und weg damit. Super Sache das. Okay, ich denke mal, die gelben reichen, um diesen Gegner zu besiegen. Okay. Angriff. Ja, du bist ganz wehrlos ohne dein schützendes Haus. Super. Dann erforschen wir mal weiter. Ich lasse euch kurz hier. Was ist hier oben? Okay, und hier geht's wieder zurück.
Ehrlich? Nur so klein? Scheint so. Gut. Dann war das hier nur die Qualle und... ja, die anderen drei Quallen und der hier. Sehr wenig. Okay, warum nicht? Hey. Mitkommen. Ne, hier ist noch was. Was ist das? Hm. Okay, wir brauchen mehr Pikmin. Wir brauchen mehr Pikmin. Brauchen wir einen neuen Timmy? Kommt her. So. Schnappen wir uns einfach ein paar mehr. Warum auch immer da ein bisschen Wasser ist. Aber wen interessiert schon. So. Mitnehmen. Und aufmachen. Eine Muschel. Ich sage 35. 60. Ey, hier ist alles echt viel wert. Das ist toll. Leckere Muschel. Okay, die ist noch voll. Die gibt natürlich mehr als die mit der Perle drin. So. Okay. Ah, das ist ein Dosenverschluss. Cool. Ein Dosenverschluss, cool. Ich glaube, man kann auch Müll nur in diesem Spiel wirklich toll finden. Oh, oh, oh. Hier haben wir was vergessen. Ist hier vielleicht sogar noch ein Schatz? Ich glaube es nicht, aber kann ja sein. Dann haben wir natürlich sehr viel Blaue noch da drüben, wo wir sie nicht gebrauchen können. So, was gibt das? Auch 60. Und scharfe Platte. Ja, nicht Finger dran aufschneiden, tut echt weh. Kenne ich oft genug selbst gemacht. In vielen Feldversuchen bewiesen, ist nicht gut. Macht keinen Spaß. Okay, dann war's das hier. Die beiden Gegner brauche ich nicht besiegen. Der eine bringt vielleicht zwei oder drei und der andere bringt gar nichts. Die Quallen lösen sich ja in Wohlgefallen auf. Also gehen wir runter. Sublevel 4. Let's go ahead. Zeilenbild. Ich glaube, ich nehme den eh nicht mit auf, also egal. War nur kurz. Oh, das sieht... ey, das sieht nach dem letzten Level aus. Kann ja nicht sein, oder? Das wäre... nein, das ist nicht cool. Okay, ich finde den Duschraum bis jetzt sehr interessant. Also hier könnte man wieder rauskommen. Das wäre lustig. Ja, da kommt man wieder raus. Okay, das hier sieht echt aus nach einem Bossraum. Ja. Moment. Hier geht es wieder hoch. Hier geht es weiter runter. Und das sieht aus wie ein Bossraum? Was zur Hölle? Hat man sich dabei gedacht. Okay, ich halte Ausschau, ich gucke. Das sieht mir einfach zu komisch aus, als dass ich meine kleinen Pikmin da ohne weiteres reinschicke. Ah, Labyrinth. Okay, hier geht's hier lang. Kann ich hier wieder rein? Kann ich nicht. Aber hier gibt's ganz tolle Blumen, um Pikmin wieder aufzufüllen. Also, auf jeden Fall gibt's da irgendwas Schlimmes. Ja. Hier fast runter. Bin ich. Nein, ich komme nicht wieder raus. Toll. Okay, gut, dass wir noch Louis haben. Das da oben, das Blatt scheint ein Schatz zu sein. Und hier ist. Ja, wir haben Louis. Und hier ist der große Raum. Der große Raum. Mit Schmetterlingen. Oh, wie cool. Mit roten, gelben und blauen. Ich habe einen blauen Schmetterling. Muss ich da die jeweiligen Pikmin reinschmeißen? Das sieht so aus. Ey, nicht futtern. Ich bin kein Pikmin. Und hier geht es nach unten. Hm.